Ja, moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Pokémon-Karten-Opening. Ja, wir werden hier heute wieder ein paar Booster-Packs öffnen. Und heute öffnen wir die Tins auf der Galarvögel, Arktos, Zapdos, Lavados in den Galarformen. Wir haben drei Tins, alle drei haben eine UVP von jeweils 25 Euro. Habe ich auch zu dem Preis im Laden gekriegt. Ist also kein schlechter Preis. Es gibt ja auf Card Market ein bisschen günstiger. Aber tut eigentlich nicht Not. Also wenn ihr sie irgendwo im Laden seht für 25 Euro, völlig in Ordnung. Gibt auch manche, die sie für 28 anbieten, aber das finde ich ist dann wieder ein bisschen zu viel. Leute, die Tins werden wahrscheinlich auch so das Letzte sein, was ich zu Zenit der Könige hier auf YouTube vor allem öffnen werde. Da Ende März kamen sie nun Purpur-Erschein, das erste Set zu der 9. Generation. Ich habe eben schon mal Card Market gesehen, dass man die Dinger vorbestellen kann. 31.03. ist es soweit. Und wahrscheinlich werden wir dazu auch mindestens nochmal ein Display aufmachen, wenn es denn passt. Ich würde mal sagen, wir verlieren nicht viel Zeit und öffnen diese Schmackofatz-Dinger hier. In jedem dieser Tinboxen sind vier Booster-Packs drinne. Dazu haben wir noch eine Promokarte des jeweiligen Vogels. Die werde ich dann auch nochmal ordentlich in die Kamera zeigen. Und natürlich eine Codekarte. Viel mehr ist aber auch nicht drin. Das Geile ist natürlich bei solchen Tinboxen, ist eine super Aufbewahrungsmöglichkeit, wenn man nicht eh schon genug davon hat. Ich sag nur ETB ist Zenit der Könige. Ich glaube davon, also ich weiß, ich könnte damit eine Mauer mauern, nicht? Nee, egal. Legen wir los, Leute. Wir legen los und wir sehen uns gleich in einer anderen Ansicht, ne? Ja, Leute, jetzt in einer anderen Ansicht haben wir die erste Tin schon vor uns. Galar-Zapdos. Ich gehe so nach der Beliebtheit der Vögel runter und mein unbeliebtester Vogel ist hier Galar-Zapdos. Ich finde zwar alle Galar-Vögel nicht so gelungen, aber Zapdos ist dann beides nur unten. Ich würde sagen, wir machen mal auf. Und was wir gleich feststellen müssen, finde ich, ist, dass die Promokarte zu Galar-Zapdos allerdings ziemlich geil ist. Ich finde sie recht witzig. Na, ist Galar-Zapdos der rinnende Strauß, der einem Dodri der jagt. Finde ich schon gar nicht schlecht. Das Artwork gefällt mir sehr und bekommt natürlich auch gleich eine transparente Folie. So. Oh, sehr schön, dass sie die Codekarte auf Verkettung reingelegt haben. Ich habe zwar noch einen dicken Stapel da liegen und muss sie irgendwann mal einlösen, aber sonst wäre die Karte jetzt quasi schon gestohlen worden. Vor allem, wenn man solche Sachen im Stream aufmacht. Ja, ja, vier Booster Packs. Die Pappe hole ich auch gleich mal raus. Das ist auch irgendwie nicht nötig. So. Packungsmüll. Ich hasse es wie die Pest. Aber egal. Geht uns um die Booster. Und wir schauen mal, aus welcher Tin wir die meisten Hits rausbekommen. Ich hoffe aber allgemein, oh, die fühlen sich aber auch gut an hier. Ich hab was, ich fühle es in meinen Cojones, dass hier was drin ist. Nee, wir wollen mal gucken, in welchen Tins wir die meisten Hits rausziehen. Ich bin mal gespannt, was wir da sehen werden. So. Codekarte. 1, 2, 3, 4. Wir haben es nicht verlernt. Fange mit einer Elektroenergie an. Wir haben einen Duflor, einen Schmetterhammer, den Nirgendwo-Sauger, Reolu, Mangunior, Kikuui, Staralili, den Tausch, ein Volley und eine Kate. Unser erster kleiner Hit. Eine Holo-Trainerkarte mit Unterschrift. Davon habe ich noch gar nicht so viele, muss ich sagen. Ich habe schon echt richtig viele derbe Hits aus diesem Set gezogen. Aber gerade Holos habe ich sehr selten, muss ich sagen. Bin ich aber auch nicht so traurig. Bin ich ganz ehrlich. Ich habe lieber Galar-Gallery-Karten, Full-Art-Karten und sowas. Das ist schon Schmackofatz. Die habe ich am liebsten. Ne? Auch wenn sie, wenn es nur Sachen sind wie zum Beispiel Riolu oder so, was trotzdem mega cute ist. Also schon die kleinen Galar-Gallery-Karten finde ich mega schön, weil die auch gar nicht so vollgestopft sind mit Zeugs auf dem Artwork. Ne? So, zweites Booster, Luxio, Tracking-Schuhe, Pampam, den Tausch, Schnepke, Ignivor, Tangela, Psyduck in Reverse-Holo, auch mit Unterschrift. Sehr geil. Und wir haben Rayquaza V-Max, da kommt der erste richtig geile Hit hier. Junge, 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 Junge. Ah, Rayquaza. Ich habe noch kein einziges Rayquaza, ne? Nur mal zur Info, ich sammle ja erst seit letztem Jahr Oktober. Pokémon-Karten so aktiv. Und das ist mein erstes Rayquaza, das ich irgendwo so rausziehe. Und es sieht wunderbar aus. Ah, ich liebe Rayquaza. Wirklich ein sehr, sehr geiles und brachiales, legendäres Pokémon. Und absolut verdient kriegt es jetzt hier
Ah, eine transparente Folie. Da, Hülle. Das ist natürlich ein richtiger Schmackofatz. Geil. Den Wert der Karten, den Wert der Hits, blende ich natürlich immer wieder in den Bildschirm ein, damit ihr auch wisst, was so auf Card Market der Preis dafür wäre, wenn man sich die einzeln holen wollen würde. Das machen ja auch viele Sammler. Ich habe es bisher noch nicht getan. Da werde ich wahrscheinlich mal gucken, wenn ich schaue, was für Karten mir in den einzelnen Sets noch fehlen, die ich gerne haben würde. Und dann kann man natürlich auf Card Market schauen, ey, wie viel kosten die? Und manche Karten sind ja gar nicht so teuer, ne? Da kann man dann mal auf Card Market gucken, was der Einzelpreis ist und sich die dann einzeln bestellen. Ist wahrscheinlich günstiger, als hier ein paar Displays zu öffnen, nur um auf diese Karte zu hoffen, ne? So. Unlichtenergie. Wir machen direkt weiter mit dem Nirgendwo-Sauger. Superball. Sonfell. Shinnok. Ignivor. Mirabla. Europe. Krank, Pandacro in Reverse und ein Zeraora wieder. Ist schon der nächste Hit. Das ist aber mal eine stabile Hitrate aus einer Tin, Alter. Jedes Booster-Pack mit einem Hit. Und ich finde richtig nice, dass hier oben seine Elektro-Locke auch so einen schönen Holo-Effekt mit hat. Sehr geil. Also ich finde das Holo-Pattern von dieser V-Karte ziemlich nice. Sehr schön. Drei Booster, drei Hits und einer davon so ein richtiger Schmackofatz. Mal gucken, ob das letzte Booster da mithalten kann. Es wäre nicht mal traurig, wenn nicht. Also beschweren können wir uns da eher weniger. So. Codekarte. Ich habe sie, glaube ich, falsch drin. So. Hier. Schauen wir mal. Elektroenergie, wie zum Anfang schon. Luxio. Die Buddelbrüder. Shaymin. Sichlor. Emolga, Mangunior, Kikuri, Uwei, ein Trank in Reverse Rare und ein Xerox. Wo ich gerade Xerox sehe, wir spielen ja momentan live auf Twitch auch Pokémon Soul Silver. Also wenn ihr Bock habt, kommt gerne mal rüber auf Twitch und lasst mir dann ein Follow da. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr auch mal in die Streams kommt. Ist immer wieder witzig. Wir haben immer wieder sehr viel Spaß und je mehr Leute es werden, desto spaßiger wird es auch. Link ist natürlich in der Beschreibung, einfach mal draufklicken. Ne? So, aber wir haben die erste Tin geöffnet und wir haben drei Hits plus Promokarte. Kein schlechter Schnitt. Wir schauen mal, was die anderen Tins mit sich bringen, ob wir da noch was Geileres rausziehen oder ob das hier schon unser Highlight war. Und wir machen weiter mit Galaarctos. Eigentlich ist Arctos von den Vögeln, wenn es die normale Kanto-Version ist, mein absoluter Lieblingsvogel. Ich finde allerdings die Posen, die Arctos da einnimmt, vor allem in-game, als auch diese komische Maske nicht allzu hübsch. Und auch die Farbe, also ich mag Lila, aber ich finde die Farbe passt irgendwie nicht so zu diesem Vogel. Ich weiß nicht. Irgendwas stört mich da und deswegen ist er leider nur auf Platz 2, was die Beliebtheit angeht. Hier aber auch wieder, ich finde das Artwork hier auch sehr schön, ist sehr anmutig, aber man sieht halt diese Pose von ihm, er ist immer so aufrecht und ich weiß nicht. Ich finde das nicht so geil. Also mich turnt das jetzt nicht so an, aber grundsätzlich das Prinzip und das Design vom Artwork finde ich sehr geil. Dennoch eine Promokarte, die wir gerne als Gala Gallery, so sehe ich sie zumindest, in meinen Ordner kommt. Und dort seinen Platz findet. So, die Tin kommt auch hier auf den Schreibtisch. Ich habe gerade erst den Schreibtisch aufgeräumt. Jetzt wirkt er schon wieder so, als wenn ich ihn komplett vollgemüllt hätte. Habe ich auch. Egal. Vier weitere Booster. Wir schauen, wie viel Hits wir da rausbekommen. Ich hoffe ja darauf, dass wir da nochmal ein größeres Highlight haben. Also Rayquaza VMAX, ich will mich nicht beschweren, aber. Nochmal so ein Schmackofatz und da 12 Boostern könnten da schon ruhig so zwei Schmackofatzes kommen, ne? So, Feuerenergie, Stolrak, Freunde aus Sinnoh, Duflor, Bibiza, Smogon, Molunk, Pedilu, Algit, Freunde aus Hisui in Reverse und Janmega. Ah, das ist schon mal kein Hit, ne? Hatten wir aber auch eben einen. Jetzt muss aber was kommen hier. Vielleicht kriegen wir auch nochmal so ein Booster-Pack mit einem Double-Hit. Würde ich auch fühlen. Da weiß ich immer nicht, was ich dann zuerst einfolieren soll, ne? Aber das Luxusproblem würde ich in Kauf nehmen. Für so ein Doppel-Hit. So. Psychoenergie. Sonfell. Trekking-Schuhe. Metang. Bidiza. Smogon.
Mullung, Felilu, Mabula und ein Bilifas in Gala Gallery. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon habe. Ich glaube aber schon. Finde diese Karte aber einfach mega süß. Also Bidiza, ich würde jetzt nicht unbedingt einen Playthrough damit starten mit dem Vieh. Aber so grundsätzlich finde ich diesen Biber einfach wunderhübsch und wundersüß. Wirklich schöne Gala Gallery Karte. Mit kleinen Bidizas noch drauf und er sitzt da so in der Mitte in seinem Bau. Bei Bibern heißt das Bau, ne? So ein Biberbau. Und chillt sein Leben mit einem Baumstamm. Also, anders würde ich mein Leben als Biber auch nicht leben, ne? Umgeben von der Familie, von den Kindern, mit was zu essen in der Hand. Das ist schon so ein bisschen der Traum von jedem, wa? Zumindest von mir. So. Eine Biesterkarte. Hat das was zu bedeuten? Hat das was zu bedeuten? Buddelbrüder, sagt es uns. Girafarik, Britziegel, Pokeball, Mangunior, Kikugi, Owei, der Energiezugewinn, Summercenter in Reverse und ein Regigigas Vista, meine zweite. Aber ein Hit. Ich muss sagen, ich bin nicht der größte Regigigas Vista oder allgemein Regigigas Fan. Aber die Karte ist nice, ich hab sie schon. Der Wert ist so meh. Also, die kriegt, das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Wenn du sagst, ey, mir fehlt noch Regigigas V-Star aus dem Set, ja, dann kann man sich ganz gut diese Karte online bestellen. Der Wert dieser Karte ist halt einfach nicht der höchste, ne? Bidifas ist wahrscheinlich auch so ein Fall von, ey, ich koste nicht so viel, bestell mich einzeln. Wogegen dann zum Beispiel Darkrai V-Star in Gala Gallery, habe ich auch gezogen, wieder über 20 Euro kostet. Und wenn man davon irgendwie ein paar Karten bestellt, bist du ganz schnell über 100 Euro für ein paar Karten, ne? Das ist dann wieder so ein bisschen, weiß ich nicht. Da muss man schon besonderen Bezug zu den Pokémon haben, damit man sich die Karte so einfach gönnt, ne? Aber so ein Regigigas Vista, so ein Bidifas in Gala Gallery, das kann man sich schon mal gönnen, ne? Man gönnt sich ja sonst nichts. So, wir haben zwei Hits. Aber Gala Gallery und eine Vista ist gar nicht schlecht. Vielleicht finden wir jetzt ja noch einen dritten Hit. Dann wäre die Hitrate auf jeden Fall stabil geblieben. Schauen wir mal. Die Tracking-Schuhe. Ignivore. Mirabla. Jurob. Der Trank. Stolunior. Und Perla Full Art. Das ist mal ein ganz, ganz krasser Hit. Alto Belly. Den Wert der Karte werde ich gleich mal einblenden. Ich habe selber gerade keine Ahnung, was die geht. Der Luftsiegelstein ist auch noch dahinter. Aber Perla Full Art, also so eine Waifu in Full Art, die klemme ich mir gerne in den Hefter. Das ist ein Schmacko-Fazit. Das ist, glaube ich, das Highlight der Tin, würde ich mal sagen. Und wir haben sogar einen Double-Hit und haben hier 4 Hits aus 4 Boostern. Auch wenn das letzte eine Holo ist und einer dieser Siegelsteine. Also auf die kann ich auch verzichten. Wäre nicht traurig gewesen, wenn es 3 Hits gewesen wären, aber... Wir wollen ja hier, ne? So, Perla Full Art. Das ist meine Ansage. Das ist meine Ansage. So, jetzt habe ich auch so langsam ein bisschen wenig Platz hier auf meiner Matte. So. Tun die mal übereinander. Aber ich würde sagen, ich müsste nochmal auf Card Market gucken, welche Karte jetzt heftiger ist, Rayquaza oder Perla vom Wert her, aber ich finde, also ich muss sagen, es sind zwar 2 komplett unterschiedliche Karten, ich will gar nicht sagen, welche ich geiler finde, aber Perla Full Art, vor allem bei Perla Full Art hast du ja noch die anderen, wie nennen sie sich noch? Sind das nicht die Beschützer von, ich habe das Spiel in 3 Tagen durchgesuchtet, da fallen mir die Namen gerade schwer, aber von den Wächtern, das sind Wächter, ne? Die Beschützer sind das ja. Alle 4. Finde ich nice. Finde ich sehr nice. Aber Perla ist natürlich auch ein richtiger Schmackofatz. So, dritte Tin, die werden wir uns jetzt holen und dann machen wir die letzten 4 Booster auf. Mal gucken, ob wir nochmal einen Schmackofatz hinkriegen. Ich bin gespannt. Und wenn wir Gala Zapdos und Gala Arctos hatten, bleibt ja nur noch Gala Lavados übrig. Ich muss sagen, ich finde den Vogel jetzt auch nicht unbedingt richtig schön. Aber von den 3 Vögeln ist er, finde ich, immer noch hat das beste Rework gekriegt, die beste neue Form, finde ich. Allerdings muss ich sagen, dass die Artwork-Karte, weiß ich nicht. Also sie ist ein bisschen spezieller und wirkt so ein bisschen, erinnert mich an so eine Tarot-Karte. Und das finde ich eigentlich ganz nice. Ich finde aber, dass das Design von Lavados hier nicht zu seinem Vorteil draufgedruckt wurde.
gezeichnet wurde. Aber dieses Tarotkartendesign finde ich persönlich ziemlich ansprechend. Also ich bin jetzt kein Fan von Tarotkarten oder so. Also ich lasse mir die Karten jetzt nicht legen. Aber grundsätzlich finde ich das Design so nice. Ne? Also wenn man die Tarotkarten mal anguckt, dieses, ne, das ist schon, weiß nicht, hat was, hat was. Meine Zukunft würde ich diesen Karten trotzdem nicht anvertrauen. Was ist das denn? Was sehe ich denn da gerade? Hä? Leute! Die Galar-Arktostin, ne? Was ist das denn? Ja, gönnt euch den Code, ne? Den schenke ich euch. Was ist das denn? Einfach ein Fehldruck drinne. Hat die Sammlerwert? Gleich in eine transparente Hülle oder was? Die haben doch Lack gesoffen, Alter. Drucken die einfach keinen Code drauf. Ich fühle mich betrogen. 25 € für diese Tin bezahlt. Ich will mein Geld zurück. So nämlich. Egal, ich beschwere mich von meiner Gewerkschaft. Vier Booster bleiben uns noch. Wir haben schon ein paar geile Hits raus. Also wir können uns mal wieder überhaupt nicht beschweren. Ja, aus dem Mini-Tin-Display haben wir ja auch schon das goldene Ur-Dialga Vista gezogen. Mein bisher krassester Hit aus diesem Set. Zumindest was den Wert angeht. Also ich muss sagen, ich habe vom Design her, vom Artwork her, ist es natürlich nice. Und es ist eine Goldkarte, aber ich habe schon einige Karten gezogen, die ich da vorziehen würde. Unter anderem Darkrai Vista. Also Darkrai Vista ist schon eine absolut gnadenlose Schmackofatz-Karte. Aber schauen wir mal. Vielleicht ziehen wir ja noch was richtig Geiles hier draus. Mit der Stahlenergie fangen wir an und dem Lunastein. Dahinter gleich Sonnenfell. Sonderbonbon, Algit, Emolga, Owei, der Energiezugewinn. Und ich glaube, da kommt eine V-Karte. Ich glaube, ich habe mich gerade ein bisschen gespoilert. Auf jeden Fall haben wir schon mal eine Reverse-Energy-Karte. Finde ich sehr nice. Ich liebe das Holo-Pattern von denen. Die haben so einen richtig schönen Glanzeffekt. Und dahinter haben wir einen Grill-Cheater. Wie? Ah, leck mich doch. Ich hab dich schon auf Englisch und hab dich außerdem Pyro-Cheater und so genannt. Nee, ganz am Anfang sogar Wege-Cheater. Ich kann euch Affen echt nicht leiden. Aus euch hätte sowas Geiles werden können, ne? Aber nein, Pokémon muss euch blöde. Die sind halt schwach, ne? Ich habe sie bei meinem ersten Playthrough in Schwarz damals, habe ich sie gespielt. Zumindest einen davon. Ich weiß gar nicht mehr welchen. Und ich war gnadenlos enttäuscht von diesem Pokémon. Ich hab's auch irgendwann rausgetan. Also das war nicht so gut. Nicht so gut. Aber erstes Pack und gleich zwei Hits. Ja. Muss man ja auch sagen. Auch wenn es nur ein Grill-Cheater ist. Das ist das beste Beispiel für eine Karte, die man sich zwar einzeln auf Card Market holen könnte. Wüsste jetzt aber nicht, wer da, weiß ich nicht. Also wer da Bock drauf hätte, ne? Wisst ihr was? Nein. Weiß ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob die anderen Affen hier auch so vertreten sind, weil ich habe bisher nur Grill-Cheater gesehen. Komisch. So, 1, 2, 3, 4. Wasserenergie. Superball. Sonnenfell. Trackenschuhe. Owei. Energiezugewinn. Emolga. Libiskus. Plaudergei, ein Schmetterhammer in Reverse und ein Tauros. Da ist schon mal nichts drin. Immer ein Booster, nichts drin, ne? Mal gucken. Vielleicht sind hier jetzt sogar zwei ohne Hits. Das weiß man nicht. Gibt auch Leute, die ziehen so gar nichts aus einer Tin. Das ist natürlich dann auch ziemlich miese Brise. Kann jetzt halt passieren, dadurch, dass wir hier keine richtigen Displays haben und dementsprechend keine Einzelbooster hier öffnen. Es ist natürlich so, dass aus so einem Paket, aus so einer Mini-Tin, aus so einer Tin, aus so einer ETB einfach komplett gar nichts kommt. Das kann natürlich sein. Das weiß man nicht. Stolunio, Reolu, Staralili, Sichlor, eine weitere Reverse-Energy-Karte und Licht und dahinter ein Luxtra. Wie gesagt, ich finde die geil. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich die beiden schon habe. Pflanzen und Feuer habe ich definitiv schon, wenn ich mich nicht irre. Mal gucken, ob ich die nicht sogar schon doppelt habe. Zweite Energie in Reverse. Zumindest ein Hit, ne? Aber in dieser Tin war bisher kein Schmackofatz-Hit. Also so eine Perla Full Art oder ein Rayquaza V-Max hatte ich bisher nicht. Schauen wir mal. Schauen wir mal. So. Letztes Booster. Bin mal gespannt, ob wir hier was haben. Wir fangen mit einer Psychoenergie an. Brizil, dem Pokémon-Fänger. Zivilio. Gladiantri gleich dahinter. Zirpurzel. Plaudergei. Galapantimos. Sonnenkern. Und leider nur eine Reverse.
Magnus Spector Karte. Müller Trump Senior. Und dahinter haben wir die letzte Karte des Openings. Es ist ein weiteres Zeraora V. Okay, alles klar. Zweimal Zeraora V aus einem Opening. Zwar zwei verschiedene Tints, aber ey. Bro, du bist hier ein bisschen öfter vertreten. Aber ist in Ordnung. Damit haben wir aber einen klaren Verlierer quasi von den drei Tints. Sorry, meine Kamera wackelt. Also das Lava, das hat hier mit den Hits, weiß ich jetzt nicht. Also, ich finde die Energiekarten wunderschön. Allerdings hatten wir schon ein Zeraora und Grillcheater, wie habe ich auch schon auf Englisch. Und die Karte finde ich nicht gut, also ich mag die nicht. Ist halt so ein klassisches Design, klassisches Artwork und es ist Grillcheater. Weiß ich nicht. Dagegen sind Schmackofatz-Hits wie diese beiden hier schon wesentlich geiler. Ne? Also das hier unsere absoluten Highlights aus diesem Opening. Vielleicht gucke ich auch gleich nochmal, bevor ich das Outro mache, was sie so wert sind. Ich bin ja doch neugierig. Und wir sehen uns gleich nochmal zu einem kleinen Schlusswort. Bis dann. Ja Leute, was soll ich sagen? Das war ein ziemlich geiles Opening. Wir haben die drei Teams geöffnet und haben auch geile Hits rausbekommen. Ich muss sagen, wenn man das jetzt mit meinem Mini-Tin-Display-Opening vergleicht, dann haben wir da doch weitaus weniger geile Hits rausgehabt. Aber wir haben eine Gala-Gallery rausbekommen, wir haben nice Promokarten rausbekommen, ein paar V-Karten, ein paar Vista-Karten. Mein Highlight ist natürlich zum einen Rayquaza V-Max. Ich habe mal nachgeguckt, die Karte startet bei 3 Euro, ist also vom Wert her nicht so hoch. Allerdings ist das Design super nice und ich bin nicht traurig um diese Karte. Ich bin sehr froh, sie gezogen zu haben. Die kommt zu meinen V- und V-Max-Karten und Vista-Karten und so, bin ich geil. Aber mein absoluter und auch finanzieller Top-Hit ist natürlich Perla Full Art. Eine weitere Waifu in meinem Ordner. Und diese Karte geht tatsächlich erst bei 18 Euro los. Momentan. Ich habe auch schon eine für 16 Euro gesehen, aber das ist so ein Einzelfall gewesen gerade eben. Wer weiß, was damit ist. Ich habe mir das nicht genauer angeguckt. Nur mal kurz über die Preise geguckt, um zu wissen, was meine Top-Hits denn so wert sind. Das war's dann aber auch schon wieder mit dem kompletten Video. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr mich hier supportet. Also gerne einen Kommentar da lasst mit Feedback. Das ist super wichtig. Gerne liken, wenn es euch gefallen hat. Und ein Abo da lassen. Das ist ja wohl noch am wichtigsten hier. Ich weiß nicht, warum ich das als letztes erwähne. Aber vielleicht merkt ihr es euch dann eher. Nein, komm. Ich würde mich freuen, wenn ihr da Bock drauf habt. Ich werde auf jeden Fall weitere Openings hier bringen. Und gerne auch ein paar Ideen in die Kommentare, was ich vielleicht noch so an Content zu Games, gerade Pokémon oder eben auch zu Animes oder ähnlichem bringen könnte, denn wenn ihr mir ein paar Denkanstöße gibt, vielleicht finde ich da doch etwas, was mir gefällt, was ich bringen könnte, was ich so an Content createn könnte, um euch ein bisschen zu unterhalten. Ansonsten gerne auf Twitch vorbeischauen, auf meinem Discord oder auch auf TikTok und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Wenn wir wieder ein paar Pokémon-Karten öffnen, meine Leute, habt ihr Lack gesoffen oder was? Warum seid ihr immer noch da? Nein, Spaß. Bis dann.